Das Hösch-Museum zeigt vom 14. Juli bis zum 15. September Werke von Ute Höschen unter dem Titel Ute Höschen im Dialog, Skulptur und Malerei. Die Künstlerin widmet sich vornehmlich der Malerei, stellt aber auch hier zum ersten Mal öffentlich Skulpturen aus. In ihren Assemblagen verbindet sie Naturmaterial wie Holz mit Fundstücken aus der Industrie. Verrostete Armaturen und Sägeblätter scheinen dem vergänglichen Wirtschaftskreislauf nachempfunden. Durch ihre Dreidimensionalität entfalten die Arbeiten auch durch das Zusammenspiel von Licht und Schatten ihren besonderen Reiz. Ihre Fundstücke findet die Künstlerin übrigens auf Schrottplätzen. Ins Auge fallen ihre abstrakt gehaltenen Bäume, die sogenannten Baumpatriarchen aus Profileisen, die ihre dürren Äste in die Höhe strecken. Diese Baumpatriarchen stehen im Dialog mit großformatiger Malerei. Diese Gemälde meandern zwischen Realismus und Abstraktion. Durch ihre Farbgebung zeigen sich aber der Natur zugehörig. Zwei kleinere Skulpturen wecken zunächst die Assoziation zu einer Hand, wegen der Fünfgliedrigkeit. Und doch sind diese beiden Kunstwerke aus Profileisen eine Hommage an Eduard Mörike, der in seinen Gedichten einen starken Naturbezug hatte. So wirken diese kleinen Skulpturen dann wie einsame Bäume in einer Heidelandschaft.